Hast du den Deszendenten im Zeichen des Steinbocks, dann hast du automatisch, das weiß ich, den Aszendenten Krebs. Und diese beiden liegen sich im Tierkreis nämlich gegenüber und sie bilden beide Eckpunkte in deinem Horoskop, die ganz, ganz wichtig sind, eben Aszendent und Deszendent. Und wenn du jetzt nicht weißt, wovon ich da eigentlich spreche, schau dir gerne erstmal mein Intro-Video dazu an, ich verlinke es dir gerne, weil da gehe ich in die Tiefe und erkläre dir nochmal, welchen Aspekt das eigentlich so für dich in deinem Horoskop darstellt. Weil ja, dein Deszendent ist sowas wie dein idealer Partner, dein Seelenpartner, aber es steht auch so ein bisschen was wie für persönliche, unbewusste Anteile von dir. Und ich habe es ja auch schon gesagt, die beiden bedingen sich, Aszendent und Deszendent, deswegen gehe ich auch nochmal auf deinen Aszendenten ein. Und du hast den im Zeichen des Krebs. Ja, und was bedeutet das so für dich? Ja, grundsätzlich gibt es ja gewisse Sachen, die man diesem Aszendent zuschreibt, aber du musst auch wissen, dass dein Aszendent ja einen bestimmten Planeten hat, der dieses Tierzeichen bestimmt oder regiert, und das ist bei dir der Mond. Also dein Horoskopherrscher, so nennt sich das, ist der Mond. Und da ist es ganz wichtig, in welchem Zeichen du den Mond hast und in welchem Haus du ihn stehen hast. Und natürlich auch Aspekte. Aber deswegen kann sich dieser Aszendent auch unterschiedlich ausdrücken, je nachdem, in welchem Tierzeichen du deinen Mond hast. Weil hast du zum Beispiel den Mond in einem Erdzeichen oder in einem Luftzeichen, wo sich der Mond nicht auf seine natürliche Art und Weise so wohl fühlt, ausgenommen vom Stier, dann kann es natürlich sein, dass du noch viel mehr dieses Gefühl vielleicht auch hast von harte Schale, weicher Kern oder nicht ganz zu seinen Gefühlen irgendwie kommen. Oder dieser Aszendent kommt einfach eben mit dieser Emotionalität. Und warum ist das so? Ja, ich habe es ja gerade angesprochen, das Symbol ist eben das des Krebs. Und er schützt sich halt von seiner Außenwelt, weil er einfach sehr sensibel ist, sehr stark beeinflusst wird von zum Beispiel dem Mond, der sich eben sehr schnell bewegt. Und da gibt es ein Auf und Ab, vor allem von Emotionen, Gefühlen, alles, was man so wahrnimmt. Und grundsätzlich wird der Aszendent Krebs oder das Tierzeichen Krebs auch mit der Mutter symbolisiert. Und warum Mutter? Das ist immer so ein bisschen das Ding. Ich denke immer bei einer Mutter für eine sehr fürsorgliche Art und Weise, also eine Person, die auch alles hinbekommt, die sich um alles kümmert. Und das ist, glaube ich, das, wo die Krebse grundsätzlich schon mal unterschätzt werden, dafür, dass sie Crybabies sind. Nee, das sind eigentlich die, die ja, das Zepter in der Hand haben und es auch nicht so gerne abgeben und halt eben auch alles schmeißen, wie den Haushalt und Kinder und Arbeit, also Powerfrauen sozusagen. Aber auch als Mann gilt das natürlich eben dieses, ja, einfach eine sehr fürsorgliche Art und Weise zu haben. Aber diese Fürsorge kommt auch mit gewissen Opfern. Und das ist nämlich das, wo die Mutter ins Spiel kommt, wo ich immer denke, ja, eine Mutter opfert vor allem sich selber für das Wohl anderer. Und da kommen wir schon zu dem Ersten, was manchmal mit diesem Aszendent kommen kann, das Gefühl von Opferdasein oder von, ja, warum kümmere ich mich immer um alle und keiner kümmert sich um mich. Also wenn du überlegst, dass der Aszendent schon etwas ist, was einen ganz, ganz großen Teil deiner Persönlichkeit ausmacht, also deiner eigenen Identifikation, wie du dich selber auch identifizierst, und du das in einem Zeichen hast, was eigentlich seinen eigenen Körper aufgibt, um ein anderes Leben zu schaffen, dann merkst du schon, dass es einen Konflikt gibt von einer Identität und Ich-Gefühl und einem gewissen Bestreben nach Autonomität und aber diesem gewissen, ja, für andere etwas tun und dabei selbstlos zu sein. Und das ist ja auch zum Beispiel der Jupiter. Der ist im Zeichen des Krebs exalted, also ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch nennt, gesteigert, erhöht, erhöht. Das heißt, der Jupiter ist ja wirklich der, der selbstlos gibt, also Nächstenliebe gibt. Und im Zeichen des Krebs ist das eben genau das. Man gibt gerne, ohne etwas zurückzuerwarten. Und das ist auch, glaube ich, die größte Aufgabe, die der Aszendent Krebs so lernen muss, das für sich so anzunehmen oder auch als Gabe zu sehen. Und vor allem auch nicht zu erwarten, dass andere sich um ihn kümmern und eben für ihn etwas tun, sondern dass er sich das auch selber geben kann. Und da wir ja aber von deinem Aszendenten sprechen und deinem ersten Haus quasi, dein Aszendent markiert dein erstes Haus, nimmt maßgeblichen Einfluss auf dein erstes Haus. Und das erste Haus ist natürlicherweise vom Widder regiert. Also das ist das erste Tierzeichen, was so mit dem Kopf durch die Wand geht und was ein starkes Ich-Gefühl hat. Und wenn du dir jetzt aber überlegst, dass Widder und Krebs eigentlich im Tierkreis zum Quadrat stehen, also in einem harten Winkel zueinander, sich beide eigentlich ja nicht so gerne haben im Austausch, dann merkst du eben, dass sich dieser Krebs im ersten Haus in einem Gefühl von Ich nicht so wohlfühlt und das immer wieder zu inneren Konflikten, glaube ich, auch einfach führen kann. Dass man dann bestreben hat, sich selbst durchzusetzen, sich irgendwie selbst
noch selbst zu handeln. Und dann aber merkt, dass der eigene Impuls eigentlich immer so eins von Fürsorge ist, von Kümmern. Und da geht es halt auch einfach immer darum, sich dem erstmal bewusst zu werden. Also ich glaube, der Schlüssel grundsätzlich in der eigenen Person ist, dass man viele seiner Seiten einfach anerkennt, sich dem bewusst wird und dann diese auch vielleicht wieder anders bewerten kann. Also die eigene Fürsorge als Gabe zu erkennen und vor allem sich auch bewusst zu sein, dass du vom Mond regiert wirst und der Mond bewegt sich einfach super schnell. Das heißt, auch deine Emotionen nehmen einen maßgeblichen Einfluss auf dich und deine Person. Und wenn du erkennst, dass diese Emotionen aber auch kommen und gehen, wie Wellen, die halt mal höher schlagen und mal wieder sanfter sind, dann verstehst du auch, dass das auch nichts Festes ist. Es ist kein festes Element. Also du musst lernen, mit diesem Flow auch einfach mitzugehen und an nichts festzuhalten, was sich eh wieder verändert. Also man muss es auf jeden Fall wahrnehmen und auch anerkennen, aber auch genauso wieder loslassen. Also du bist nicht deine Emotionen, sondern deine Emotionen sind ein Teil von dir. Und die möchten auch gesehen werden und geführt werden vor allem, aber sie möchten genauso gerne auch wieder losgelassen werden. Was ich besonders bei diesem Aszendenten einfach ganz anders finde als bei den anderen, ist, dass er ja meistens irgendwie mehr Schwierigkeiten hat in dem, was ich mit Menschen sehe. Und ich glaube, dass es oftmals aber auch einen gesellschaftlichen Hintergrund hat. Und das ist, weil dein Aszendent wird von Emotionen bestimmt, von deiner Intuition, vom Mond. Das ist das Symbol, also ein sehr weibliches Symbol. Aber wir leben eigentlich in einer Gesellschaft, die sehr, in so einer Männervorherrschaft, ne? Also es ist wirklich eine sehr sonnenzentrierte männliche Energie in unserem Leben. Weshalb wir alle zum Beispiel auch nur noch unser Sternzeichen kennen, unsere Sonne und alle anderen Zeichen quasi ein bisschen vergessen haben. Ist quasi genau dasselbe repräsentative Bild von, ja, das ist das Einzige, was übrig geblieben ist. Das ist das Einzige, worauf man sich fokussiert hat. Was aber jetzt uns zum Beispiel als Frauen, sag ich mal generell, oder als weibliche Energie jetzt sehr, sehr bewusst wird, ist, dass wir Jahrtausende unterdrückt worden sind und so auch eben die eigenen Intuitionen, wir das Vertrauen verloren haben, uns darauf zu verlassen. Dass das immer abgetan wird, weil es nicht logisch erklärbar ist. Und dein Deszendent, das ist dein gegenüberliegendes Tierzeichen und das ist der Steinbock. Und der Steinbock ist eine sehr männliche Energie. Also das ist wirklich der im Tierkreis auch so der so sehr autoritär ist und auch oftmals mit der Vaterfigur verglichen wird oder mit dem Saturn. Das ist sein Herrscherplanet. Also das ist so das ausgleichende Pol für dich eigentlich in deiner idealen Beziehung. Dein Soulmate, der quasi deine eigene, ja, den Teil deiner Seele, den du schon kennst oder mit dem du dich identifizierst und jetzt erst kennenlernst, quasi ergänzen kannst, ausbalancieren kannst. Weil darum geht es eigentlich im gesamten Horoskop, irgendwo eine Balance anzustreben. Und das ist genau das, dass wir quasi im Außen etwas suchen, was wir auch vor allem nicht als Teil unserer selbst anerkennen oder sehen können überhaupt. Weil wenn du überlegst, du wirst vom Mond regiert, du kennst dich vielleicht selber gut genug, dass du weißt, dass du mal happy bist und dann wieder plötzlich nicht und dann hat man PMS und dann hat man irgendwie plötzlich seine Tage und dann gibt es Vollmond und dann gibt es Neumond und Halbmond und dann, also dieses ständige Auf und Ab ist einfach das, was einfach stark Teil deiner selbst ist und du selber sehnst dich vielleicht ja sogar nach jemandem, der einfach ein bisschen Klarheit hat, der dir so ein bisschen mal sagt, so da geht's lang, da müssen wir lang, reiß dich zusammen oder vor allem, der vielleicht auch sehr nett ist zu dir und sagt, mach dir keine Sorgen, wir regeln das schon. Also jemand, der nicht so emotional ist, sondern jemand, der eben weiß, deine Emotionalität vielleicht auch zu handeln oder vor allem ausgleichen zu können. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, fühlst du dich überhaupt zu diesem Element Erde hingezogen? Also kannst du was damit anfangen, dass jemand praktisch und logisch denkend ist und immer eher so zielorientiert ist und sich nicht von seinen Emotionen überschwänglich mitreißen lässt? Weil ich kenne das so zum Beispiel grundsätzlich von Wasserzeichen oder vom Aszendent Krebs, aber auch zum Beispiel selber Skorpion, dass man sich eher zu Wasserzeichen hingezogen fühlt oder zumindest in der Vergangenheit, weil man stark dieses Gefühl hat, ah, man braucht diese Intimität, dieses Gefühl, ich brauche jemanden, der mich versteht, der genauso fühlt wie ich und das ist aber das, was im Praktischen einfach nicht funktioniert. Und da bin ich gespannt, hast du das auch schon erlebt, dann schreib es mir gerne unten in die Kommentare, weil das wäre so das klassische Beispiel auch, dass man sich eben sehr stark mit dem Aszendenten verbindet, mit diesem Ich-Gefühl. Und dein Deszendent stellt ja aber gerade eine Opposition dar, dein Gegenstück, also all das, womit du dich nicht identifizierst, was du in anderen Leuten auch irgendwie vielleicht total blöd findest, weil
du das eben genau nicht bist. Und genau da ist es eben so, dass es ja aber eine ideale Vorstellung gibt von deinem idealen Partner. Und das ist nun mal jemand, der dich ausgleicht. Deine ideale Beziehung ist also dieses klassische Wife, Husband, Family, Material Thing. Also grundsätzlich eher dieses einfach sehr verlässlich, sehr stabil. Und es ist einfach eine Beziehung, wo ihr beide einen gewissen öffentlichen Status habt, einen gewissen öffentlichen sozialen Status, den ihr nach außen hin zeigt und auf den ihr auch beide sehr stolz seid. Also den ihr euch vielleicht auch gemeinsam erarbeitet habt, sei es in Form einer Familie oder aber auch wirklich eines Business oder eines Hauses. Also grundsätzlich etwas, wo ihr euch ein gemeinsames Fundament aufgebaut habt. Und das heißt auch, du suchst eigentlich einen Partner, der vielleicht mit einer gewissen Erfahrung einfach schon mitkommt, der vielleicht ein bisschen weiser ist als du, der eine gewisse Weisheit mit sich bringt, eine gewisse Lebensweisheit. Das kann, ob das jetzt im Alter liegt oder jemand, der einfach schon viel gesehen hat oder gemacht hat, grundsätzlich jemand eben, auf den du dich verlassen kannst. Ja, und das ist so ein bisschen die ideale Vorstellung, wenn man psychologisch gesehen zum Beispiel schon Schattenarbeit geleistet hat. Also wenn man quasi die schönsten Ausprägungen des Steinbocks schon erkennt und in sich selbst auch erkennt und sie schon angenommen hat. Die Realität ist aber, dass wir das meistens alle noch nicht getan haben, dass wir uns also mit dem eigenen Ich noch nicht so weit auseinandergesetzt haben, dass wir erkannt haben, was wir alles nicht sind und was wir alles nach außen projizieren im schlimmsten Fall beziehungsweise reflektiert bekommen und immer wieder dann diese Erfahrungen aber sammeln. Das heißt, die Schattenseite vom Steinbock in der Beziehung wäre eigentlich so ganz klassisch, dass du Beziehungen eher hast, wo du das Gefühl hast, dein Partner unterdrückt dich, der dich vielleicht immer maßregelt, der sehr traditionell vielleicht ist, also sehr konservativ ist, der vor allem sehr darauf bedacht ist, wie alles nach außen wirkt, also grundsätzlich sehr fokussiert auf sein äußeres Image, auf seine Reputation und dabei dich halt eben auch immer wieder klein macht oder hinsichtlich dessen sagt, das ist nicht gut genug, wie du das machst und du dich da selber in deinem eigenen Ausdruck komplett verlierst. Also auch eine Beziehung, wo er zum Beispiel wo es ihm nur darum geht, ein Haus zu haben und nur materielle Werte zu besitzen und wo diese Verbindung zueinander gar nicht mehr wirklich vorherrscht oder vor allem diese Balance zwischen euch. Und ich glaube, das klassischste Indiz dafür ist auch, dass man zum Beispiel nicht denselben finanziellen Status hat, also dass es grundsätzlich jemand ist, der vielleicht weitaus mehr Geld hat oder deutlich weniger Geld hat. Also grundsätzlich was, wo ihr sehr unterschiedlich in eurem Einkommen seid und in eurer Rangstellung auf der Arbeit oder in eurer Zielverfolgung. Und das ist nämlich genau das, was so drückt sich vielleicht die Schattenseite für dich aus und du kennst das vielleicht. Und was man aber machen kann, um sich damit eher auseinanderzusetzen, ist vor allem beim Deszendenten Steinbock und der Schattenseite dessen, dass ich finde, dass man sich vor allem mit seinen eigenen Zielen und seinem eigenen Lebensweg vor allem klar sein muss, bevor man in eine Beziehung geht. Also du selbst solltest für dich definieren, wohin du im Leben möchtest, was dir wichtig ist und was du dafür brauchst. Also grundsätzlich vielleicht auch, welche Fähigkeiten du dafür brauchst, um deine Ziele zu erreichen. Weil es ist total wichtig, glaube ich, nicht in der Beziehung, das auf jemanden anders dran zu hängen. Also der macht das alles für dich und du spielst Wifi. Weißt du, was ich meine? Sondern, oder also auch wenn du ein Mann bist mit Aszendentkrebs, dass du quasi komplett das eine bist und er macht das andere, sondern es geht wirklich darum, das zu vereinigen und auch in dir selbst zu sehen. Du solltest also wirklich am besten deine Karriere oder deinen Lebensweg schon vorab für dich definiert haben und auch schon verfolgt haben. Also deine Fähigkeiten, was du dafür brauchst, deine Kontrolle, deine Disziplin, deine Talente dafür, zumindest schon angefangen haben auszubauen, damit du diese halt auch in die Beziehung reinbringen kannst, dass ihr dort auch wieder auf einer gleichen Ebene euch begegnen könnt. Das ist so, glaube ich, die einfachste Art und Weise, diesen Schatten sozusagen für sich selber anzunehmen und das zum Beispiel nicht den anderen Leuten abzuwerten, weil ich kenne es eigentlich so, dass viele von uns die Schattenseite eher eine Abneigung dazu empfinden. Ist natürlich was anderes, wenn du diese Energie noch mehr im hinterm Horoskop vertreten hast, also sowas wie Saturn-Energie oder grundsätzlich noch im siebten Haus, was viel hast. Und ich versuche es ja immer ganz allgemein zu machen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Bitte, bitte lass mir ein Like da, kommentier es gerne unten, wie es dir gefallen hat. Und ich hoffe, wir sehen uns einfach bei meinen nächsten Videos.